Günstige FIFA-Coins trotz des FIFA-Updates. Link in der Beschreibung und benutzt meinen Discount-Code RealFIFA für Prozente. Seid ihr bereit, meine Freunde, für dieses kranke Team? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zum bunten Beast-Team. Ja, schneid euch an, welche Spieler sind dabei und wie lässt sich das Team überhaupt spielen? Das werden wir heute alles testen und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange auf und beginnen direkt mit dem Torwart. Und das ist Man of the Match Courtois. Schaut euch einfach nur diese Werte an, ja. Für 6 Millionen Coins noch gekauft, als es noch keine Price Ranges gab. Der wird heute hier bei uns im Tor sein. 1,90 groß. Der hält auf jeden Fall alles. Richtig kranker Torwart. Kann ich euch nur empfehlen. Courtois, Man of the Match. Dann kommen wir zu unserem Innenverteidiger. Da haben wir einmal den Record-Breaker John Terry. 91 Defending, 88 Physical, 44 Tempo. Natürlich auch richtiges Biest. Aber diese Farbe, diese Karte sieht einfach nur unnormal aus. Wir haben natürlich auch schon mal mit ihm gespielt. Sein Zweikampfswert, natürlich sein Tempo die Schwachstelle, aber wirklich, er gleicht das aus mit seiner Zweikampfstärke, einfach nur unnormal. Den haben wir mit Glück für 300.000 Coins bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es den nochmal jetzt hier auf dem Markt gibt. Ich, denke nicht. Ja, gibt es nicht. Mit Glück, ich dachte mir einfach, ja, wollen wir mal einen Recordbreaker Terry kaufen? Gucke ich einfach mal, da war genau einer nur direkt zugeschnappt und ja, John Terry hier als Recordbreaker in der Innenverteidigung. Und dann haben wir daneben einen weiteren biestigen Innenverteidiger, Jerome Boateng. An dem kommt wirklich keiner vorbei, außer Messi natürlich, aber Jerome Boateng in Form, 88er Gesamtwertung, 81 Tempo, 90 Defending, 87 Physical. Das ist das, ja, Innenverteidigungsmonster schlechthin. Er gefällt mir besser als Ramos, sonst was. Wirklich der beste Innenverteidiger, den ich getestet habe. Außer die Team of the Year Variante von Ramos und Thiago Silva haben mir besser gefallen. Aber der ist hier an dritter Stelle. Der drittbeste Innenverteidiger in diesem Spiel, Jerome Boateng. An dem kommt wirklich keiner vorbei. Dann kommen wir zu unserem Rechtsverteidiger und das wird ein Team of the Year sein. Und das ist natürlich Philipp Lahm. Ist doch klar, Team of the Year Variante, warum nicht? 84 Tempo, 94 Defending, 94 passen. Als Linksverteidiger haben wir dann einen weiteren in Form und das ist Kieran Gibbs. Macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut. Natürlich hier mit John Terry dann ein Hyperlink verbunden. Kieran Gibbs, 82 Tempo, 77 Dribbling, 83 Defending. Das sind solide Außenverteidigerwerte. Passen 77, 73 Physical, die gehen durch. Und dann kommen wir auch gleich zu unserem Dreier Mittelfeld. Und hier auf der ersten Position haben wir ein absolutes Monster. Yaya Touré. Der geht ab wie eine Rakete. Richtig kranker Mittelfeldspieler. Schauen wir uns nochmal an. Ja, 105 Spiele. Ich weiß gar nicht, ob die Statistik alles so richtig ist. Da kann man ja sich nie mehr sicher sein, seitdem EA das alles vermischt hat. Ist für die Verteidigung sowohl für die Offensive zuständig. Der Typ kann einfach alles. Ist ein Allrounder. Ob wir ihn jetzt als ZOM spielen lassen, ZM, ZDM, das ist egal. Der Typ macht seine Sache immer richtig gut, immer perfekt. 4 Sterne, schwacher Fuß auch noch oben drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Mittelfeldspieler, der alles zusammenhält. Team of the Year, Toni Kroos. Toni. Ja, 97 passen, 91 Schuss, 91 Dribbling. Das sind die Werte, die wir uns einfach nur für einen zentralen Mittelfeldspieler vorstellen. Und 58 Spiele gespielt, davon 17 Vorlagen, 8 Tore, geht durch, 5 Sterne, schwacher Fuß, wisst ihr. Und wenn der einfach mal raufhaut von hinten, dann gibt es kein Halten mehr für den Torwart, der Ball ist meistens im Netz. Ja, Toni Kroos, Team of the Year. Kommen wir zu unserem letzten zentralen Mittelfeldspieler und das wird heute Inform Isco sein. Inform Isco, 91 Dribbling, 90 Passen, 83 Schuss, auch ein richtig guter, eine richtig stabile Viererkette mit 3 Mittelfeldspielern, die einfach nur unnormal krass sind. Und jetzt kommen wir zu unserer Sturmreihe. Haltet euch fest, das wird heute mal etwas anders sein, denn bei Squad-Bildern muss man natürlich auch immer mal anderen Spielern die Chance geben, die man nicht so häufig gesehen hat. Und deshalb fangen wir direkt mit unserem Linksaußen an und der muss natürlich, ja, mit Yaya Touré in Verbindung gebracht werden. Und wer wird das heute sein? Das ist heute unser Silberspieler Sinclair mit 88 Tempo und 80 Dribbling. Ja, ich kann euch wirklich nur raten, den mal auszuprobieren. Egal,
gegen wen ihr spielt. Ihr könnt auch in der Liga mit Sinclair Silber rasieren. Ohne Witz, okay? Die Statistik sagt jetzt vielleicht nicht so viel, aber wir haben auch auf jeden Fall nicht 83 Spiele mit ihm gespielt. Kurioserweise hat er bei uns richtig kranke Tore geschossen, Finesse, Schüsse und sonst was. Auch wenn er hier nur 67 Schuss aufweisen kann, kommt das auf jeden Fall nicht so rüber, muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden das ja gleich nochmal sehen und testen. Vielleicht können wir ja noch ein geiles Tor mit Sinclair schießen. Auf jeden Fall eine richtig starke Position da außen auf dem Flügel. Dann kommen wir zu unserem rechten Flügel. Und das ist auch mal ein etwas anderer Spieler. Ein Silberspieler mit 5 Sterne Skills. Ja, für die Skiller unter euch ist das vielleicht auch eine Variante. Ihr kennt ihn jetzt wahrscheinlich auch schon. Und das wird sein Wellington Silva von Almeria, Brasilianer. 5 Sterne Spezialbewegung, hat uns 87.000 Coins gekostet. 91 Tempo mit dem Chemistry Style Catalyst natürlich. Wie ein Huhn, was gerade vom Schlachten wegläuft. Okay, das war natürlich wieder eine richtig gute These hier, die ich aufgestellt habe. Nein, was reden wir hier? Das ist einfach ein richtig kranker Rechtsaußen, genauso wie Sinclair. Man mag es kaum glauben, aber jetzt kommen wir zum Spieler des Teams, sag ich mal. Zum Spieler des Teams, der das Team nochmal komplett abschnürt, der das Team nochmal einen richtigen Touch von überpowered vielleicht verleiht. Und wer wird das sein? Natürlich wird es der Big Man sein. Cristiano Ronaldo in Form 94er Version. Einfach nur crazy, dieser Spieler, ja. Auch wenn die Statistik das vielleicht gerade nicht widerspiegelt, der Typ entscheidet alles. Der Typ entscheidet die Spiele und kann einfach alles. Kopfbälle, Passen, Dribbling, unnormal Pace natürlich mit dem Hunter Chemistry Style. Einfach nur tot. Ihr seid tot, wenn ihr gegen den spielt. Ja, 55 Spiele, 43 Tore, 22 Torvorlagen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir in Liga 2 mit ihm die ganze Zeit gespielt haben und dann vielleicht immer nur ein oder zwei Törchen gemacht hat oder vielleicht auch nur eine Vorlage. Aber der Typ wirklich, der macht das Team einfach nur komplett. Das ist unser buntes Beast-Team. Und ich würde sagen, das wollen wir doch natürlich gleich beweisen, dass wir mit diesem Team einfach nur rasieren können. Und deswegen probieren wir das Ganze mal aus. Schreibt mal rein, ja, ob ihr mehr Squad-Bilder sehen möchtet. Dann lasst gerne auch jetzt schon wieder eine Bewertung da. Wäre auf jeden Fall korrekt. Instagram auch in der Beschreibung. Ich habe jetzt Instagram. Wer mich followen möchte, kann das gerne tun. Und ich würde sagen, nicht so lange rumreden. Direkt ins Spiel mit diesem Team. Schauen wir uns mal sein Beast-Team an. Mit Rondon in Form als Stürmer-Version. Rechts außen dann Hulk und links außen Schürrle, Götze. Okay. Das wird ein schwieriger Kampf sein. Mal gucken, ob wir mit unserem bunten Team beweisen können, dass es einfach nur krank ist. Auf geht's. Oh, und die erste Chance. Und er macht das Ding. Sieht Wellington Silva. Dann haben wir natürlich jetzt hier die Chance. Wellington Silva, schön gemacht. Auf Ronaldo. Ronaldo macht hier alles richtig. Toni Kroos, kurzes Eck. Und der Ball geht doch noch durch die Beine und rollt ins Netz. Was für ein kurioses Glückstor, ne? Muss man ja sagen. Aber 1:1. Wir haben noch den Ball. Kroos, Toni Kroos mit links. Nein, er kommt noch ran mit rechts. Kann er abschließen. 2:1. Toni Kroos hier rettet uns auf jeden Fall den Arsch. 2:1. Toni Kroos. Sinclair, langer Ball auf Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Schön gemacht, schön gemacht. Ronaldo, das ist seins. Das ist seins und den muss er einfach eiskalt abschließen. Wollte ich jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen hier vor der Pause. 3:1. Schön gemacht. Es steht 3:1 in der Halbzeit und er gibt auf. Weil nicht so ein gutes Spiel von uns. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste Spiel, weil ja irgendwie hat mir das nicht gefallen. Aber er hat schon mal aufgegeben. Das heißt natürlich, dass unser Team echt heftig ist. Lasst uns schauen, was er jetzt für ein Team haben wird. 83er Gesamtbewertung. Hier erstmal schaut euch meinen weißen Controller an. Ich musste so lange warten. Und jetzt wird er hier endlich getestet. Und mit diesem kranken Team hoffentlich erfolgreich jetzt. Wir sehen es. Premier League Team Williams in Form als Innenverteidiger mit Kompany, Stürmer von Persie, Sanchez, Schürrle, außen. Wellington Silva auf Toni Kroos, schieß mal rauf. Ah, schade, schöner Schuss. Eckball und da ist natürlich Ronaldo und der kann's. Und der kann's einfach mit dem Kopf, mit dem Fuß. Er kann's einfach mit jedem und mit allen Körperteilen kann das einfach 1:0, schönes Tor. Ja, man muss sagen, der ist echt nicht schlecht, der Typ. Gewinnt jeden Ball irgendwie, jeden Zweikampf. Richtig komisch.
Wo kann man hier Zweikämpfe sehen? Ja, 6-6, aber irgendwie stoppt er meine ganzen Pässe. Ist echt kein schlechter Gegner. Mal gucken, wie es in der zweiten Hälfte weitergeht. Schöner Pass, schön gemacht, Ronaldo. Und das ist einfach nur Cristiano Ronaldo. Wie hat er jetzt hier aus dieser Situation ein Tor erzielt? Das frage ich mich, aber was war das auch für ein richtig schöner Pass? 2-0 aus dem Nichts, jetzt mal ohne Witz. Also echt krasser Pass von Isco war das, glaube ich. Jetzt ist er durch, aber richtig schön aufgepasst von Terry. Sowas meine ich einfach nur. Schöner, langer Ball. Hä? Nein! Oh mein Gott, was ist denn EA für ein Scheißspiel? Was pfeift der denn jetzt fort? Habt ihr das gesehen? Ronaldo wird durch. Wellington Silva jetzt nochmal. Schöner Pass auf Ronaldo. Das ist die Strafe hier. Das ist die Strafe. 3-0. Schön gemacht. Mal vielleicht Sinclair. Komm. Der darf jetzt hier nochmal treffen. Wäre auf jeden Fall geil. Wäre auf jeden Fall geil, wenn der jetzt hier noch irgendwas reißen würde. Sinclair! Jawohl. Genau das meine ich. Oh, puh. Konnte ich euch nochmal zeigen. Der Typ ist wirklich nicht schlecht. Er hatte einen guten Gegner, Walker, auf seiner Seite. Deswegen, ja, war einfach unauffällig. Aber hier in der 90. macht er dann nochmal das 4-0. Spiel vorbei, 4-0 gewonnen. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich bei unserem Fazit. 9,7 Bewertung, Cristiano Ronaldo, einfach nur Tier. Was soll ich dazu noch sagen? Dieses Team hat einfach alles, ja. Eine wirklich gute Viererkette, auch wenn Terry ab und zu mal ein bisschen langsam ist, aber ansonsten wirklich richtig stabil steht. Ein richtig geiles Mittelfeld. Das Mittelfeld ist einfach 10 von 10. Der Abwehr würde ich eine 9 von 10 geben, ja. Eine 9 von 10. Mittelfeld einfach 10 von 10. Und ja, Cristiano Ronaldo einfach nur 11 von 10. Der Stürmer, der Typ ist einfach nur... Ja, der Typ ist von einem anderen Planeten, genauso wie Lionel Messi natürlich auch. Sinclair gefällt mir besser als Wellington Silva, aber das liegt auch einfach nur daran, dass er wirklich einen richtig guten Schuss hat. Wellington Silva irgendwie nicht so, gefällt mir nicht so der Schuss, aber dafür kann er natürlich dribbeln und für die Feister-Skiller unter euch ist er bestimmt eine, ja, wirklich richtig gute Verstärkung. Also alles im allem würde ich sagen, das Team bekommt von mir eine 9,5 von 10, also echt richtig gut. Und dann würde ich sagen, für mehr Squad-Builder, lasst gerne eine Bewertung da, günstige Coins in der Beschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und dann würde ich sagen, macht's gut und haut rein.